So, da sind wir. Nein, es funktioniert. Ah, die Technik, die uns Funktioniert, die begeistert. Technik liebt uns. Ah. Und wir dürfen live senden auf Facebook für euch hier auf Feminist Economy mit der wunderbaren Barbara Nampel von Empathic Business. Und der genauso wunderbaren Regina von Westenthaler Media. Genau, und das sind wir. Ich habe es drüber geschrieben, unklare Kommunikation ist aus. Ja, unklare Kommunikation ist aus. Das ist heute unser Thema. Nein, nicht ganz. Das sollte euer Thema auch sein. Kommunikation ist nicht aus, unklare Kommunikation ist aus und Kommunikation ist key. So, das mal hier in Kürze und jetzt Frau Lampe, bitteschön. Wo wollen wir nur um Gottes Willen anfangen? Wo fangen wir an? Wir fangen bei der Kommunikationsseite an. Kurzer Hinweis für alle, die eher die kleineren Unternehmen bzw. die sich die Frage stellen, muss ich jetzt auf ein digitales Geschäftsmodell umstellen? Guckt mal kurz rüber auf die Empathic Business Seite, Montag-Video und auf YouTube. Da habe ich nochmal im Deep Dive erklärt, wie der ganze Spaß an der Front ausschaut. Fangen wir aber nochmal mit klarer Kommunikation an und Krisenkommunikation oder generell in Zeiten, ich glaube, Krisenkommunikation wird ein bisschen falsch interpretiert, nennen wir es Kommunikation in Krisenzeiten. Die Maßregeln sind klar, auf den Punkt und davon ordentlich. Wer jetzt auf die Idee kommt, der könnte schweigen oder sich Planungen macht, wie demnächst muss ich dann schweigen. Nein. Also, ganz wichtiges Ding. Wenn ihr seht auf euren Seiten, irgendwo auf euren Kanälen, Webseiten, was auch immer, wenn der Traffic so ein bisschen zurückgeht, kein Ding. Ja, wir haben momentan eine Informationsflut as hell. Und dass die Leute auch noch andere Dinge suchen, außer gerade dein Produkt, Wirklich? in der Das ist ja Natur. eigenartig. Liegt in der Natur der Sache, wir müssen tatsächlich alle durchtauchen. Das ist das eine. Das andere ist, Panikmodus ist auch nicht angesagt, dich zu verstolpern und rauszuballern, was geht, ist die andere Extremvariante, die überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber letztendlich eine konstante Kommunikation und immer in der Beziehung mit deinen Interessenten, mit deinen Fans, mit deinen Followern, mit deinen Kunden zu bleiben, das ist der Schlüssel. Und das möglichst direkt, klar, auf den Punkt und unaufgeregt. Ja, ich hatte letztens erst mal einen Redaktionsplan-Workshop und ein wichtiger Bestandteil ist immer, wir posten erst, wenn wir emotional mit dem Käse fertig sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es bringt niemanden was, wenn du irgendwelche Social-Media-Kanäle oder deine Webseite oder sonst was zumüllst mit deiner kompletten Emotionskurve von oben bis unten. Das ist nicht sinnvoll, weder für dich noch für deine Kunden, noch für deine Interessenten, noch für deine Fans, noch für deine Follower. Du hast als Informationsgeberin oder als Informationsgeber einen Reflexionsgrad für dich zu erarbeiten und diesen Reflexionsgrad zu nutzen in deiner Außenkommunikation, weil dir das Ding sonst immer auf die Füße fällt, sei es euphorisch, sei es dramatisch, sei es panisch, es ist ganz wurscht, es fällt dir immer auf die Füße. Das macht keinen Sinn, das macht für uns alle keinen Sinn. Also ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel in der Kommunikation. Mach erstmal du deinen inneren Arbeit fertig und geh dann raus damit. Da kann man immer noch super ranten. Das ist überhaupt gar kein Ding. Aber das ist ein reflektierter Rant und das ist was anderes wie ein unüberlegter Rant, ja? Genau. Und jetzt auf die Idee zu kommen, auf irgendwelche Abrufzahlen zu gucken, sonst irgendwas. In Sondersituationen ist das so aussagekräftig, wie ich habe gestern das Beispiel gezogen. Ich habe noch bin auch gerade Quora-Experte und darf lustige Fragen beantworten. Und irgendjemand hat so eine simplifizierte Mathe-Rechnung um sich geworfen, also Verschwörungstheoretiker, juhu. Und dann wird quasi der Vergleich, und ich habe es dann so verglichen nach dem Motto, Usain Bolt läuft die 100 Meter 9,58 Sekunden und wenn ich jetzt rechnen will, was der schnellste Marathonwert sein muss, rechne ich das mal hoch und dann so bei einer Stunde 12 Minuten. Nein. Und das ist genau das, was gerade momentan passiert. Bitte um Gottes Willen. Das ist Sondersituation. Wer jetzt auf seine Statistiken guckt und daraus irgendwelche Rückschlüsse zieht, muss seit Jahren im Business sein, muss seine Analytics im Griff haben. Alles andere bitte ignorieren und an die Grundregeln jeder Kommunikation in einer Krise halten. Konstant, unaufgeregt, gelassen, auf den Punkt. Faktenbasiert. Ende Banane. Das ist es und dann nur das ist wichtig. Und die andere Seite, sind wir mal ehrlich, ihr könnt wenigstens irgendwelche Statistiken angucken. Beim ganz großen Teil des deutschen Mittelstandes
hat seit Jahren digitale Kommunikation für völlig irrelevant erklärt und kann gar nicht digital kommunizieren. Also fühlt euch kurz mal selber stolz. Ihr habt wenigstens die Möglichkeit, mit allen digital zu kommunizieren und seid jetzt nicht gezwungen, in der Krisenkommunikation auf digitale Mittel zurückzugreifen, die ihr davor nicht im Einsatz hattet. Also mal auch mal so, wie gesagt, mal das Ganze hat zwei Seiten. Und ja, die Leute sind momentan, sorry, dass kein Produkt der Welt kann gerade auch überall so spannend sein, als dass ich nicht vielleicht noch mit ganz eigenen aktuellen Herausforderungen konfrontiert bin. Auf einmal ist Deutschland binnen 48 Stunden quasi zwangsdigitalisiert worden und alle sitzen im Homeoffice. Für Leute, die noch nie im Homeoffice saßen. Azubis sitzen im Homeoffice. Was mache ich jetzt eigentlich mit denen? Ich habe neue Mitarbeiter vielleicht, die ich einstellen muss und habe überhaupt gar keinen digitalen Onboarding-Prozess. Aber auch ganz generell an dieser Stelle, jetzt sind zwar alle irgendwie, thanks God, stay home, stay safe, aber Digitalisierung ist nicht, dass ich einen Laptop daheim sitzen habe. Und das fällt Ihnen so langsam allen auf. Das sieht man damit bei Abrufzahlen, das sieht man an allen Ecken und Enden. Wer drei Kinder daheim hat, wird wahrscheinlich sich erstmal überlegt haben, wie mache ich das jetzt, bevor ich mir dann mit irgendwelchen anderen Geschichten mich beschäftigen kann. Und da sind wir bei der Grundregel. Wer von sich auf andere schließt, hat's nicht kapiert. Ja, mein Leben, mein Business, nicht repräsentativ für irgendetwas anderes. Und diese Grundregeln werden in einer Krise nicht außer Kraft gesetzt, sondern kommen mit voller Wucht zum Tragen. Also, digitale Kommunikation, um Gottes Willen, wer die jetzt einstellt, 6 Sätzen. Wer jetzt auf irgendwelche kurzfristigen Schlüsse zieht, aber meine Abrufzahlen, 6 Sätzen. Und jetzt nochmal, dranbleiben, und einfach der Ansprechpartner sein, der in der Krise nun mal genau das getan hat. Ansprechpartner sein. Genau. Kommen wir noch mal ganz kurz zu diesen Hilfsprogrammen, weil da ja immer wieder die Frage auftaucht, jetzt gibt es ja auch was vom Bund. Und wir in Bayern hatten ja vorher schon so ein Sofort-Hilfspaket. Ja. Jetzt kommt so die Frage auf, na, kann ich jetzt beides beantragen? Und ich sehe schon die Dollarzeichen in den Augenblitzen. Ich will da niemandem irgendwas Böses, aber ich muss erst mal sagen, Leute, erster Punkt ist, was kann ich selbst tun? Immer, das ist unternehmerisch key und das wird immer gelten, egal ob Krise oder nicht. In der Krise sieht man es verschärft, was kann ich selbst tun? Wie viel, welche kreativen Ideen kann ich mir jetzt ausdenken? Wie kann ich meine Kunden halten? Wie kann ich die Kundenbeziehung hochhalten? Und dann ist es für mich notwendig, ist es für mich wichtig, ist es richtig, das zu beantragen? Und natürlich bitte, es ist nicht so, dass du dann beides beantragen kannst und beides dir zusteht, weil du jetzt aus in dem einen Land diese Soforthilfe und dann noch die Bundessoforthilfe. Nein, bitte, kommt nicht auf. Es geht immer darum, erstmal selbst, dann gucken, ist dieses für mich passend und dann schauen, welches Programm ist passend. Letztendlich, wenn du beides beantragst, hast du eine Verzögerung in der Auszahlung, weil dann für dich entschieden wird, welches Programm das Richtige ist. Ja? Und du unterschreibst natürlich unten für jede weitere Beantragung einer anderen Maßnahme, dass du das angibst, dass du das bekommen hast, weil das spätere Auszahlungen mindert. Das ist immer so bei Fördermitteln, das ist immer so bei Programmen. Das muss man einfach wissen und das ist eigentlich auch logisch, aber ich erwähne es gerne hier nochmal an dieser Stelle. Der Begriff ist dafür die sogenannte De Minimis-Erklärung. Die De Minimis-Erklärung sagt, unterstellt eben genau die minimalst kleinstmögliche Mittelverwendung unter Diskriminierung quasi der anderen auch. Es ist alles, also fangen wir noch von vorne an. Wir haben verschiedene Säulen. Wir haben die Sozialversicherungssäulen, wir haben die Steuersäulen, wir haben die Sozialversicherungs mit Lohnentlastungen, die sich unter Kurzarbeitergeld nennen, und wir haben die Soforthilfen und die Kreditprogramme. So, jetzt müssen wir ein paar Sachen auseinanderhalten und wir haben eins noch nicht. Und wenn auch jetzt der gute Scholz gleich nochmal eine Pressekonferenz hat, solange wir die verabschiedete Gesetz aus Bundestag und Bundesrat nicht vorliegen haben, das ist nach aktueller Planung, heute Stand 25. März, Freitag, kann keiner drüber gucken. Und das heißt, wir wissen auch nicht, ob da eventuell ein Bundesverfahrensregelwerk dranhängt oder ähnliches. Ich weiß, dass viele gerade mega im Stress sind. Das ist mir nachvollziehbar. Ich sehe meine E-Mails und meine Anfragen, glaubt mir. Der Punkt ist, wenn jetzt irgendjemand mit, es gibt Geschenke vom Staat oder sonst irgendwelchen Aussagen, außer das, wie die Grundkonstruktion jetzt ist, dass das alles kommt, argumentiert, macht er seinen Shop scheiße. Punkt aus, basta. Denn wir haben die Gesetzeslage noch nicht.
Wir haben außerdem Landes- versus Bundesprogramme. Bayern ist vorgezogen und hat gesagt, okay, hier, wir helfen unseren regionalen Unternehmen, das ist auch gut so, heißt aber automatisch, dass ich dann, wenn das, dass ich damit automatisch eben nicht mehr auf das Bundesprogramm zurückgreifen kann, wenn ich das eine beantragt habe. Das Land NRW hat rausgegeben, wir greifen bei den ganz Kleinen erst auf den Bund und stocken auf. Ganz anderes Prinzip. Aber nochmal, auch da liegt der Text noch nicht im Detail vor. Und der dritte Teil, und das ist ganz, ganz wichtig, das Kurzarbeitergeld ist unproblematisch. Das ist ein Verfahrensprogramm, das kennt Deutschland seit Jahren. Das habt ihr, da gibt es genügend Ansprechpartner, insbesondere auch Steuerberater, die Löhne und Gehälter machen. Das kennen die im FF. Also bitte, wer Kurzarbeit macht, lässt seine Buchhaltung, die es eventuell nie gemacht hat, bitte und sei es eine Einzelstunde bei einem Steuerberater beauftragen. Die sind damit vertraut. Kurzarbeitergeld ist bei uns ein bekanntes Mittel. Sozialversicherungsträger ist wieder, auch da gibt es jetzt einige Neuerungen und KSK und Ähnliches. Auch das ist etwas unabhängig davon zu sehen. Aber auch da im besten Falle, wenn es irgendwie geht, warten, bis wir Freitag bzw. Samstag haben. Der letzte Punkt ist, alle, die auf Kreditprogramme zurückgreifen wollen. So, und jetzt kommen wir zu dem einfachen Ding. Das Kreditprogramm ist keine direkte Staatsleistung, sondern es wird durchs Hausbankprinzip gefördert. Und ich weiß gar nicht, wie ich das immer schaffe, aber ich bin immer quasi so, obwohl ich kein First Line, was unternehmerische Nothilfeprogramme angeht, Finanzmarktkrise, juhu, ich habe das Ganze live und in Farbe schon gesehen. Ich habe zig Verhandlungen in meinem Leben mit Banken geführt. Der Move, der momentan notwendig ist, wie allererstes Check der Zahlen. Es gibt ein Datum und das ist der 11. März. Das Unternehmen muss nach dem 11. März in Schwierigkeiten. Das ist das eine Datum, was überall aktuell drinsteht. Genauso wie in allen, was bisher veröffentlichen drinsteht, dass ihr eine staatliche Versicherung dafür unterschreibt. Eine staatliche Versicherung heißt, wenn ihr gelogen habt, mit zwei Beinen in ein ganz anderes Homeoffice mit ganz neuen New Work Aspekt Normen. Ist nicht lustig. Eine staatliche Versicherung gelogen ist kein Witz. So, der andere Punkt, das Hausbankenprinzip heißt, die Bank kann erstens fordern, mehr Unterlagen einzureichen. Zweitens ist die Bank immer auch das Bottleneck. Heißt, kommuniziert mit der Bank. Fragt, wer ist eure Hausbank? Fragt die, was die brauchen, was die wollen, wer Ansprechpartner ist, wie der Ablaufprozess ist, sodass, wenn am Wochenende quasi der Drilldown klar ist, ihr alles vorbereiten könnt und die, und das haben wir auch in der Finanzmarktkrise gesehen, die, die am besten vorbereitet waren, wurden am schnellsten bearbeitet, haben ihre Gelder am schnellsten bekommen und alle anderen sind hinten raus. Die Gelder werden nicht ausgehen, die Panik braucht ihr nicht haben, aber wer jetzt an dieser Konstruktion, mit der sich im Zweifelsfall das Unternehmen noch nie auseinandergesetzt hat, Schnellschüsse zieht, wird sich ins eigene Knie schießen. Denn vierter, fünfter, ich habe die Zahl verloren, eventuell habt ihr bereits Fördermittel oder Förderkredite im Haus. Das heißt, ihr müsst als allererstes nochmal die Altverträge raussuchen und eventuell müssen Vertragsänderungen gemacht werden. So wichtig diese Nothilfen sind, so wichtig das alles ist, so sehr gilt unternehmerische Verantwortung, saubere Entscheidungsbasis. Redet mit eurer Buchhaltung, eurem Controlling, euren Steuerberatern, euren Experten in dem Bereich. Wer jetzt irgendwie glaubt, es würde was verschenkt werden, das läuft hinten raus ganz arg schief. Es ist, wie gesagt, wir kennen das Spielchen schon aus allen anderen Varianten. Regina und ich wissen, wie viele Fördermittel wir in meinem Leben für andere Leute schon beantragt haben. So ein paar. Es ist nachher entscheidend, dass die Sachen sauber aufbereitet sind. Das fängt bei euch im Unternehmen an. Dass sauber Rücksprache gehalten werden kann, dass die Unterlagen bankkonform sind. Die wollen Zahlen, Daten, Fakten sehen und nicht einen emotionalen Battlebrief. Aber davor wichtig, es geht am schnellsten, wenn ich mit den Beteiligten vorher kommuniziert habe. Das beschleunigt den Prozess immer. Und kommuniziert heißt in diesem Falle bitte nicht, ich schicke einfach meine Unterlagen hin und sage, das will ich jetzt. Kommunikation heißt wie immer Kommunikation und Beziehung. Und das ist im besten Falle, läuft das sowieso schon, weil du unternehmerisch einfach mit der Bank im Austausch bist. Ja. Ja? Das wäre, wenn wir vom Business-System reden und von unserem Human-Centered-Business-System, dann wäre die Bank ein Human in diesem ganzen System und dein Berater oder dein Vorgesetzter deines Beraters, wie auch, oder deiner Beraterin, wie auch immer, ist Teil davon. Das heißt, auch hier ist der Austausch zu pflegen, ist die Beziehung zu pflegen und so weiter. Wenn es bis jetzt nicht erfolgt ist, dann ist es jetzt ein guter Punkt, das zu starten und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen.
Weil das ist einfach das, was die Sache besonders schwierig macht, wenn ich mit der Tür ins Haus falle und mit der Forderung um die Ecke komme, ohne vorher mit den Menschen einfach gesprochen haben. Weil auch das sind Menschen, ja, auch das sind Menschen. Genau, und wir setzen nicht einfach, wir können nicht, und wir wissen alle, also momentan Deutschland, aus meiner Meinung, macht einen Bombenjob, aber wir können nicht alle bürokratischen Verwaltungsabläufe quasi außer Kraft setzen. Es wird jetzt nicht irgendwie der Helikopter, auch wenn man das Helikoptergeld nennt, fliegt der Helikopter nicht über uns und schmeißt Geld ab. Also deswegen bitte, bitte ganz wichtig ist, auch wenn ihr unsere Zuschauer in Österreich und der Schweiz, das gilt genauso für euch, auch da sind alle möglichen Programme angelaufen. Regina und ich haben nun mal einen Schwerpunkt für deutsche Förderprogramme, deswegen haben wir da natürlich einen größeren Blick drauf. Das Prinzip gilt aber genauso. Fördermittelkredite sollen immer minimal verwendet werden. Sie dürfen nicht untereinander hin und her geschachert werden. Gelogen darf wird auch nicht. Aber der administrative Ablauf ist an der Stelle wichtig. Und nochmal, ich kann euch gerade den Wortlaut nicht sagen. Nicht, weil ich nicht an den, wie ich bin quasi zurück in Finanzmarktzeiten. Ihr könnt euch mein Setup gerade nicht ganz vorstellen, aber das heißt, es stehen zwei weitere Rechner drauf und die Ticker quasi konstant laufen, so wie früher. Ich bin zurück in Vierbildschirmland. Aber ich habe nichts in Schriftform. Und solange ich nichts in Schriftform habe, können wir darüber nichts aussagen. Auch da nochmal der kurze Hinweis. Wir mussten das ja leider anstatt auf der Steuerberatung Baumann-Seite bei mir auf der Seite machen, aber da findet ihr es beim Perfect Business jetzt. Ingo Sirk und ich haben, so Ingo insbesondere, eine Stellungnahme zu den Steuerstundungsprogrammen auch gemacht, wo zwei Paragraphen drinstehen, wo nochmal ganz klar ist, das ist im Prinzip die Steuervariante der allgemeinstaatlichen Versicherung. Wenn du nicht in der Krise bist und jetzt irgendwas Lustiges machst, dann ist das nachher illegal und dann haben wir wieder dieses zwei Beinchen hinter sehr unschönen schwedischen Gardinen. Also deswegen bitte, lieber liebster, geliebter Mittelstand, auch wenn ihr gerade unter Stress steht, das Wichtigste sind gerade die Atemübungen, die gute Entscheidung und das durchgehend alles vorbereitet zu haben. Es ist im Normalfall eh ein Heidenaufwand, alle Unterlagen ad hoc vorzubereiten. Denn Achtung, eins wissen wir auch schon, zumindest aus dem Programm, es sind definitiv die Zahlen von 2019 und 2018 in Teilen zu fördern, insbesondere wenn ihr ein zyklisches Geschäft habt. Also das sind alles so Kleinigkeiten. Bitte an der Stelle das machen. Thema des Programms. Yes, genau das. Das Video übrigens von dir findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von Ingo, von der Steuerberatung Baumann. Da könnt ihr das auch nochmal nachgucken. Und was noch ganz wichtig ist, glaube ich, wenn ihr jetzt gerade eure Geschäftstätigkeit in irgendeiner Weise einstellen musstet oder ins Homeoffice verlagert habt oder wie auch immer, wenn also gerade in euren Betrieben relative Ruhe herrscht, in eurer Kommunikation sollte diese Ruhe nicht herrschen. Das heißt, in der Kommunikation mit den Mitarbeitern, was sich als, wie wir sehen, sehr schwierig teilweise noch herausstellt, ja, wie mache ich jetzt Leading via Video oder Telefonkonferenz, wie plane ich das, wie mache ich meine Controlling-Prozesse und so. Das ist schwierig. Es ist auch schwierig, jetzt ad hoc die Außenkommunikation anzupassen, wenn die Redaktionspläne vorgeplant sind bis August oder so. Keine Ahnung, aber es ist einfach, man merkt, es muss einen Break geben, es muss die Kommunikation angepasst werden, es müssen die Kommunikationsprozesse angepasst werden, es gibt keine Morgen-Meetings mehr. Wie sieht das jetzt aus? Wie machen wir das jetzt? Was ist sinnvoll? Was ist richtig? Da stehen wahnsinnig viele Fragen im Raum, da stehen auch wahnsinnig viele Fragen der Technik im Raum, welche Sachen nutze ich jetzt? Wie nutze ich es am besten? Das ist überlastet, mal geht was nicht und so. Es ist nicht sinnvoll, sich da aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern es ist wie immer sinnvoll, sich einen guten, einen soliden Plan zu überlegen und diesen Plan langsam und lang anhaltend zu implementieren, ja, und diesen Prozess dann auch zu implementieren. Es ist nichts, was vom Himmel fällt und es wird für jeden, der nicht so arbeitet, erstmal zu Stolpersteinen kommen und auch für uns. Wir haben auch unsere Stolpersteine drin, weil zwischendrin ist halt einfach die Leitung überlastet, dann geht halt nichts mehr. Ja, das ist so, da kann man nichts dran ändern. Man kann einfach nur es immer wieder versuchen und man kann einfach seine Ruhe bewahren. Das ist das Allerbeste. Und es ist wahnsinnig wichtig, trotzdem im Austausch zu bleiben, egal wie klein oder groß dein Unternehmen ist, ja, und mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, auch die an Bord zu halten und sagen, was ist bei uns gerade los, wie sieht das bei uns aus, was machen wir, wie agieren wir, wie agieren wir nach außen und so weiter und so fort. Das ist jetzt wahnsinnig wichtig. Das tut allen gut und das bringt ganz schnell ganz viel Ruhe rein.
Wie Claudia schon gesagt hat, ja, witzig, wir alle von New Work reden und Homeoffice meinen. Ja, genau, und das sehen wir halt gerade auch. Also insbesondere bei Unternehmen, die haben mal größer als 10 oder 15 Leute sind. Jetzt sind alle irgendwie, wo es ging, ins Homeoffice gegangen. Und jetzt passiert Folgendes. Das, was wir quasi in der Theorie immer versucht haben zu erklären, ein analoger Prozess ist kein digitaler Prozess. Ein voll digitaler Prozess muss der sogenannte Social Glue künstlich erzeugt werden, weil ich halt mich jetzt nicht in der WG-Küche spontan mal auf den Kaffee verabreden kann. Ja? Und das ist genau das, was den Unternehmen, was euch im Zweifelsfall jetzt auch gerade offensichtlich wird, weswegen auch von dieser Situation von wir sind jetzt da rein und auf einmal fängt es noch mehr im Gebälk zu krachen an. Das ist genau der Grund, weil die Prozesse, die Kommunikationsprozesse, die Leadership-Prozesse, aber auch die Arbeitsprozesse quasi noch analog sind. Viel auf auch indirekter Kommunikation, sogenannter Social Glue-Kommunikation und so weiter basieren, die einfach nicht einfach, das, ich kann da nicht einen Schalter umlegen. Ne? Also der analoge Prozess ist in 80% kein digitaler Prozess. Und das ist einfach an der Stelle ganz wichtig zu verstehen, dass auch wenn ihr das jetzt eben merkt, das ist normal, auch hier bitte nochmal die berühmt-berüchtigte Normalität, also wenn ihr jetzt denkt, super, sitzen zwar alle daheim, aber irgendwie funktioniert das immer noch nicht und warum muss ich denn jetzt hier gefühlt irgendwie erklären, wie Kommunikationsdisziplin im Zoom-Videokonferenz-Meeting ausschaut, naja, wenn die Mitarbeiter das noch nie gemacht haben, wenn die das nicht kennen, solche Geschichten, dann ist das eben ganz normal und auch bitte da, es ist einfach an der Stelle wichtig, dass man das jetzt nachzieht. Wenn jetzt alle irgendwie mal, wie gesagt, Nothilfen ist das eine, Stressmanagement das andere und jetzt geht es für alle, denen es möglich ist, damit wir die Wirtschaft auch am Laufen lassen, ist es auch unsere unternehmerische Verantwortung, unsere Sachen jetzt on track zu halten. Wir könnten auch sagen, ach, jetzt haben wir keinen Bock mehr, wir haben so viel schon zu tun so ungefähr und lassen jetzt die Talkshow weg oder sowas. Ganz im Gegenteil, es ist gerade essentiell wichtig. Wir selbst beide haben schon gesagt, so, wir hatten die letzten 3 Wochen so viel swarmed, dass wir uns beide schon irgendwie gesagt haben, ja, Moment, wir kommen im Kommunizieren nicht hinterher, was nicht gut ist. Ging aber teilweise auch nicht anders. Dass das an der Stelle einfach wichtig ist und dass insbesondere auch das, wie gesagt, den internen Unternehmensablauf massiv beeinflusst, wenn eben nicht kein Kaffee mehr gemeinschaftlich getrunken werden kann, ich jetzt irgendwie alle sich überlegen müssen, Technikherausforderungen, wie funktioniert das alles? Ich merke das bis zu meinen Studenten. Ich habe Studenten, die sind digitale Vorlesungen völlig normal gewöhnt. In dem Fall ist es dann Dublin. Die haben alle ihre Kamera an. Die würden nie auf die Idee kommen, die Kameras nicht anzumachen. Meine deutschen Studenten, frage ich mich allen Ernstes, was soll der Schmarrn? Aber weil sie es einfach nicht gewohnt sind, dass eine Videokonferenz zu genau das Arbeiten für alle leichter macht. Ja, ganz, und das ist etwas, das muss man den Leuten aber erklären und sie müssen es erleben. Und aber auch solche Sachen wie, aber wieso dauert denn das jetzt? Das eine geht schneller, das andere dauert sehr viel länger. Ja, weil ein anderes Kommunikationsplattform, ein anderes Kommunikationston andere Prozesse bedeutet. Ich kann nicht einfach nur analog abbilden und dann hoffen, das funktioniert. Ja. Yep. Also Homeoffice, wir fassen zusammen, Homeoffice ist kein digitaler Prozess. Für einen digitalen Prozess braucht es so ein bisschen mehr. Und da ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man mit Leuten arbeitet, die schon des Öfteren digitale Prozesse implementiert haben. Ja. Und da kann ich euch echt sagen, das dauert seine Zeit. Das ist nichts, was gestern entschieden und übermorgen erledigt ist. Ungeduld ist jetzt hier überhaupt nicht der Schlüssel zu irgendwas. War es noch nie, wird es auch nie sein. Und bei allem, was jetzt gerade unsicher ist, es hilft nichts, sich zu hetzen oder aus der Ruhe bringen zu lassen oder sonst was, sondern auch das braucht seine Zeit, auch das braucht seine Aufmerksamkeit. Das ist immer das Gleiche. Das ist in normalen Zeiten schon so, in Krisenzeiten ist es vielleicht sogar noch mehr so, weil du musst dich einfach um ein paar Dinge mehr kümmern und du musst ein paar Dinge mehr erlernen, die du vorher einfach noch nicht gelernt hast. Sieht man immer wieder, ist einfach so. Genau. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Anregungen habt, postet gerne drunter. Wenn ihr denkt, wie immer auch, momentan fordere ich dann doch mal dazu auf, Like-Button drücken. Das machen die YouTube-Influencer immer, das finde ich total gut. Drückt gerne, kommentiert gerne, aber teilt es auch gerne, wenn ihr es für hilfreich haltet, dass diese Informationen ein Stückchen weitergegeben werden. Denn so sehr wir beide ja ursprünglich mal gestartet sind, mit Business-Mythen zu busten, insbesondere aus der Marketingwelt, auch in entspannten Zeiten und uns gedacht haben, naja, gut, okay. In Krisenzeiten ist der schlechte Rat das, was Insolvenzen, Jobs und Co. killt. Deswegen bin ich dieses Mal, versuche ich auch, wie gesagt, ich bin auch schon gefragt, wo bleibt denn jetzt ein Statement zu den Hilfen? Kinder, genau das ist das Statement zu den Hilfen. Solange ich den Schriftsatz nicht habe, gebe ich keine Infos raus. Punkt.
Punkt. Also deswegen, wer das gerne weiterteilen möchte an der Stelle, ist nämlich, was vorher nur Kohle gekostet hat, kann ich heute deine Existenz kosten und die vielleicht von noch ein paar Mitarbeitern. Momentan ist die gute Faktenlage essentiell und die gute Faktenlage heißt, dass wir insbesondere auch darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel Regierung und Ähnliches uns die Faktenlage nutzt. Ansonsten können wir nur sagen, wie der aktuelle Planungsstand ist, nicht mehr und nicht weniger. Yes. Bis nächsten Mittwoch, würde ich sagen. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns gerne darunter Fragen stellen. Ihr könnt uns gerne eine PN schreiben, was auch immer. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch mit den neuesten News aus Faktenland. Aus Faktenland, wie immer aus Faktenland, mit Erklärbärlampel und Erklärbärwessenteiner. Genau. Ciao.